Hallöchen Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Supraland. Es geht weiter, nachdem wir letztes Mal ja dieses schöne Rätsel schon gelöst haben. Ich hoffe, es ist auch tatsächlich noch gelöst. Ich denke schon, oder? Müssen wir ganz kurz nochmal erneut gegen diese Gegner kämpfen. Oh, da sind noch mehr. Hallöchen. Hallöchen. Ja, ne, also den Sprung haben wir ready. Hier komme ich noch nicht rein, ich weiß gar nicht. Ich musste, glaube ich, genau, das haben wir erledigt. Das heißt, muss ich einen Translocator. Im Prinzip, naja. Versuchen, da reinzukommen. Ich glaube, da drin war ja nur, um das einzufangen. Und ich weiß gar nicht, achso, das war wirklich für den Jump, für das Jump-Pad, ja. Oh Gott, ich bin zu behindert. Ich weiß auch gar nicht, was wir machen wollten. Ich bin ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr auf dem Laufenden. Bin ich zu doof? Aber schon mal. Ja, gut, ich habe einfach gar nicht geschossen. Yay. Gott, ich krieg's hin. Irgendwann krieg ich's hin. Genau, haben wir schön letztes Mal mit einem. Hä, ja, also irgendwie ist das total verzögert. Jetzt schießt er sofort. Jetzt braucht er. Das ist, ich weiß nicht, was er da macht. Immer wieder das Gleiche. Immer gegen die Wand. Immer wieder. Ey, keine Ahnung, was da los ist. Das sind auf jeden Fall noch mehr so einer Jump-Pad von den Jump-Pads, ne? Hä? Willst du mich rollen, Alter? Also, so bescheuert kann ich ja wohl wirklich nicht sein. Und nu? Ich will da nicht runterrollen. Okay, was passiert, wenn ich das mache? Ah ja. Ah ja. Mhm. Sehr interessant. Ja, ja, die habe ich auch schon gesehen. Bist du? Und dort oder was? Oh, warte, warte, warte. Hier ist auch noch einer. Schon ein bisschen gefährlich. Ja, das ist also noch ein neues Areal. Sehr interessant. Scheinbar doch zu behindert gewesen. Mhm. Wir brauchen einen Super Bowl. Haben wir einen? Um das zu öffnen. Okay. Naja, guck mal her hier. Ich habe noch einen Super Bowl. Hab aber noch keinen. Da ist einer. Okay, das heißt. Ach nee, okay. Alles klar. Wahrscheinlich wird er so weit geschleudert, dass ich ihn. Ah ja, dass er im Nirvana landet. Ich verstehe. Na, das dachte ich mir schon. Bleib mal schön stehen. Ah, komm her. Ich dachte, man müsste das Ding ja kaputt machen, aber scheinbar nicht. Huh, danke. Sehr nett von dir. Sehr liebenswürdig. Ansonsten war ja mal nichts. Wir können mal wieder den. Ups, sorry. Den Kistenfeind da anmachen. Am Arsch. Okay, nimm mal das da. So. Kistenfeiner, wo kommt die eigentlich alle her? Ich hab schon alle gekillt. Aber wunderbar, viele neue Münzen, super. Ja, schauen wir erstmal hier. Irgendwo nach oben. Hm, ja, bedingt, oder? Naja, okay.
Oh, ach, interessant. Ist ja lustig. Nee, das funktioniert nicht. Okay, was ist hier? Mit einem Würfel. Wo bist du hin? Oder so. Nein, raus mit dir. Okay, will tatsächlich nur den Cube haben, aber wo hat er den hingemacht? Wo hat er den Cube hingemacht? Aber was bringt mir das? Bringt mir gar nichts, ne? Ah, doch. Ich habe ja auch noch das Ding hier. Frage ist, wo kann ich es verbinden? Weil hier ist ja, naja, ist auch doof. Also ich muss es theoretisch von hier machen, aber... Ach nee, warte, ich kann... Ist doch kacke, das ist zu leicht. Na gut. Ich will es auf jeden Fall hinmachen, aber die Frage ist, ich würde es ganz gerne ja verknüpfen. Problem ist, dass das hier nicht geht. Also ich kann es zwar so machen, ja. Ne, kann ich nicht mal, weil da ist eine Wand im Weg. Nur das da oben darf hinkommen, okay. Ja, das lehnt er leider ab, das ist schade. Wo bin ich denn, Alter? Ein bisschen gefürchtet gerade. Tja. Aber ich kann leider keinen zweiten hinsetzen, ne? Das ist schade. Haben wir noch irgendwas? Kann ich schon was davon nutzen? Um eine Linie zu machen. Warte mal, sonst noch was nutzen? Eigentlich nur ein Baum oder sowas, ne? Das funktioniert nicht. Funktioniert das hier dazwischen? Nee, das geht auch nicht. Nö. No! Aber was kann ich denn damit machen? Tja. Also, dass das reinkommt, ist schon mal klar. Die Frage ist nur. Was spuckt er sofort wieder aus? Wie wir jetzt da hochkommen? Absatz von dem ist dann nicht, ne? Was verschwindet da oben dann wieder? Tja, da bin ich jetzt überfragt tatsächlich. Also würde halt nur das lila Symbol da sein, aber er will ja die lila Kiste haben. Hätte ich gedacht, okay, wir färben unsere Kugel an. Das Problem ist natürlich, wir kommen auch gar nicht mehr zurück, ne? Wir sind hier, glaube ich, jetzt eingesperrt. Wir können tatsächlich nur mit den hier vorhandenen Mitteln arbeiten. Das sieht immer sehr, sehr merkwürdig aus. Das kann man theoretisch nutzen, aber es ist zu weit weg. Hab ich gehört? Was war das? Achso, ein Kistenfinder. Achso. Piep, 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 piep. Also es ist immer noch eine Kiste daneben. Kommen wir so also erstmal nicht hin. Habe ich hier noch etwas vergessen? Komme ich da rauf? Ich denke, das sieht sehr heiß aus. Ich muss also nicht viel bringen. Schon sage, kann ich durchlaufen? Ach, ich habe mich gerade wahnsinnig erschrocken. Aus diesem riesigen Kackehaufen. Brauchen wir nur eine Superkugel eigentlich nicht, ne?
Brauchen wir tatsächlich nicht. Tja, Leute. Kann ich das mitnehmen? So rausziehen, weißt du? So aus dem Boden rausziehen. Mit voller Kraft. Das sieht schon sehr verdächtig aus, ne? Na, wäre die Kiste nicht so leicht, würde ich mich ja so ein bisschen ranziehen wollen. Aber es geht ja auch nicht. Das geht ja auch nicht. Tja, wir haben hier was. Das bringt uns nicht viel, weil es nicht hoch genug kommt. Das... Können wir übrigens unsere Kiste wegdrücken. Das bringt uns auch nicht viel. Wir können vielleicht hier noch irgendwie... Also was geht eigentlich nicht nach. Bringt nicht viel. Komme ich eigentlich wieder, ich weiß gar nicht, komme ich eigentlich wieder zurück? So, wenn ich das jetzt machen würde, wahrscheinlich nicht, ne? Die steckt da drin wahrscheinlich. Okay. Nein, das geht nicht, okay. Schwieriges Rätsel. Nicht. Oh, Hallöchen. Brauchst du Holz, um es mit dem Cube zu verbinden? Das ist da. Beweg es an die richtige Stelle. Ja, ich remember. Oder ich merke. Ja, das ist ein... vielen Dank für den Hinweis. Alles klar. Das ist sehr nett von dir. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht dran gedacht. Sehr nett von dir. Hey. Ja, das ist, schön, dass du jetzt erst kommst. Ich hätte tatsächlich nicht vorher dran gedacht. Tschüss, haben wir noch was? Nö, war. Okay, wunderbar. Through the tiny pipe. Durch die kleinen Rohre. Rohren? Ich muss laufen. Ein Engel. Also ich kann gerade nichts machen. Weil es so eine Kinoansicht, weißt du? Bestimmt gleich kommt gleich so ein riesiger Fels, der auf mich zurollt. Kennt man ja aus den Filmen, ne? Ich kann gerade nichts tun. Außer laufen. Ich kann die Dinger aktivieren. Okay, du hast mich. Wie hast du es geschafft, hierher zu kommen? Er, mein Vater, hat all diese Rätsel gebaut, damit mich niemand finden kann. Was hat der für ein Gesicht, Alter? Holy moly. Ist das der Moon von Battle Cat? Also, mein Vater ist, also, muss das nicht der Junge gewesen sein? Ich will mit diesen farbbesessenen Schwachköpfen nichts zu tun haben. Mr. Miracle, nennen sie mich. Was behaupten die nochmal, was ich getan habe und wie ich aussehe? Wow, der lila Gott. Oh, du bist gar nicht hinter mir her? Ihr habt kein Wasser? Ich weiß warum. Du suchst nach dem furzenden Fleischklops dort drüben. Er sitzt in der Mitte des Flusses. Bestimmt der Junge, oder? Er macht ganz schön Lärm. Komm, ich zeig ihn dir. Kann unter die Junge sein, oder? Besiege den furzenden Fleischstops oder auch nicht. Der ist da drüben, wa? Ach, ist ja widerlich. Und die nächste Aufgabe ist das. Aber ich bin irgendwie noch nicht so der Meinung, dass ich hier nichts gibt, oder? Weil wir sind hier einfach vorbeigelaufen. Ohne Secrets? Sicher? Ich geh erstmal hier rein. Was ist denn da? Ah ja. Okay. Haben wir die Röhre geöffnet? Der ekelhafte Klops ist dort drüben, in der Mitte des Flusses. Nimm dich ihm ruhig an. Ja, danke. Ah, Alter, ist ja räudig. Okay.
Ich will da nicht hin, das ist eklig. Drücken wir mal hier drauf. Ah. Oh shit. Oh shit. Ich drücke aber mal drauf. Ah, ah, sind die schnell. Oh, wo ist er hin? Ballern, ballern, ballern. Oh. Da haben wir ein bisschen Angst gemacht, muss ich sagen. Wir haben jetzt 438 Münzen. Nice. Okay, die waren böse. Da passiert nichts mehr. Uff. Und jetzt muss ich erstmal gegen die Klops kämpfen. Ich muss erstmal irgendwo noch eine Kiste. Ja. Ah, Hallöchen. Eine schwarze. Zweiter Feuermodus Schaden x2. Verdammt, den Schaden des Schusses. Also der hier. Ich mache 8 Schaden statt 4. Danke. Danke für diese Info. Krieg ich ihn schon gedamaged? Ich glaube nicht, oder er ist erstmal mit Story geblockt. Ja, ja. Oh doch. Schon am Start. Oha. Krieg ich da eine HP-Leiste von ihm? Oh Gott, ich muss mich kurz kratzen. Ja, der hat gar keine HP-Leiste. Okay, ich glaube, er ist gar nicht so einfach zu besiegen. Hat der Lava? Sehr Explosion, das heißt, ich muss da hinten hin. Ugh. Okay, das heißt, ich muss hier im Prinzip über. Oh Gott, hat er mich total getroffen. Er furzt die ganze Zeit rum. Ich muss im Prinzip das Rätsel lösen. Ach Gottchen. Das ist echt räudig. Merkst du das? Wir haben einen Schwamm, aber warum? Ja, ich befürchte, dass wir damit Elektro arbeiten müssen, kann das sein? Okay, wir haben den Schwamm erstmal freigeschaltet, ist okay. Aua. Das finde Objekte, die du zu brauchen scheinst, improvisieren, anpassen, überwinden. Alles klar. Gut, dass wir eine gute Regeneration haben. War ein Super Ball. Okay, die fliegen rüber. Hm, ich hab's befürchtet. Kacke. Mich würde eher interessieren. Ach ne, den Super Ball kriege ich nur. Ne, ne, das geht nicht. Dann müsst ihr wahrscheinlich da irgendwie durchballern, ne? Ich hätte gedacht, dass ich meine grüne färbe. Aber lass uns erstmal den killen. Ich glaube, das ist einfacher. Bruder! Relax mal ein bisschen. Ich habe so ein bisschen Angst, muss ich gestehen, wenn ich direkt neben ihm sitze. Ugh. Neben ihm stehe. Tja, das ist irgendwie. Wir müssen ja auch noch Wasser, merke ich gerade. Ist ja gar kein Wasser da, kann das sein? Warum muss ich auch noch ein grünes hinschießen? Wie mache ich das denn? Um da das die Elektro hinzukriegen, wo geht's denn hier hin? Ah ja. Kacke. Ach du Scheiße, Alter. Ich
Warte, ich komme nicht mal hoch, oder? Bin zu klein dafür. Okay, wir haben gar kein Färbeding, sehe ich gerade. Oder? Ich glaube, wir haben noch was zu färben. Aber wie funktioniert das? Hier ist das zum Färben. Leck's doch mal, Mann. Aber wo ist der Ausgang? Ah, hier. Ja. Tja. Aber wie schleudere ich den auch? Also wir brauchen erstmal Wasser, ist klar, ne? Damit wir da Strom setzen können. Bedauerlicherweise müssen wir das tun. Schon ein bisschen gefährlich, oder? Wir haben einen Schwamm, den haben wir schon vorne. Ein bisschen Damage ab. Phew. Wir können ihn natürlich auch einfach so verarschen, weißt du? Indem wir sagen, hier hast du meine Kugel und wenn du mich angreifst, dann platziere ich mich da hinten hin. So würden wir im Prinzip keinen Damage kassieren. Aber irgendwie ignoriert er mich. Naja. Aber das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also erstmal, wo haben wir den Schall? Ich komme da oben nicht hin, oder? Dann würde ich ja das Ding unter Strom setzen, aber das bringen wir doch, oder? Ach nee, wir würden das anmachen, alles klar. Tja. Der Wasser da wäre das viel einfacher. Es ist kein Star. Sehr ärgerlich. Hier habe ich diesen Strom. Aber was bringt der mir? Irgendwie nix, oder? Kann ich ihn ein bisschen anbrennen vielleicht? Hilft ihn überhaupt nicht. Gott, hab ich mich gerade erschrocken, ey. Aber hier würde er nur die Supra Balls vernichten. Nicht die gelb, nicht die grüne Kugel in gelb. Ja, ja, okay. Das heißt, wir müssen hier rein. Das ist also zweitrangig. Und das hier? Das denn? Mich würde interessieren, ob hier auch noch was ist. Not really. Hallo. Okay, wir brauchen die Supra-Kugel. Schon ein bisschen eklig, ne? Aber du musst nicht was Gelbes reinpacken. Was Gelbes habe ich ja gar nicht. Hehe, bin ich doof. Wir haben ja nichts, was wir gelb färben könnten. Ich wüsste doch gar nicht, wie ich da oben reinkommen sollte. Ehrlich gesagt. Wo ist denn der Schwamm eigentlich hin? Da ist er. Ich habe kein Wasser. Weil er wird ja gelb, wenn er voll Wasser ist, ne? Ach, guck mal, da hinten ist Wasser. Hey, ich bin der Trottel. Ich bin der Trottel. Ah, hier ist auch Wasser. Ich bin noch ein Depp, ja. Hey, bin ich wirklich so doof? Ach klar, dahinter ist halt kein Wasser, ist logisch, ne? Jetzt muss ich aber noch den Strom hinkriegen.
Schießt deine eigenen Dinger ab, du Typ, ey. Du, lass es mal kurz hier reinschmeißen. Geht das? Hat nicht funktioniert. Okay, wir haben auf jeden Fall den Schwamm, den wir auch gerne mit dem Wasser hier füllen können, denke ich. Ja, danke sehr. Jetzt die Frage, wie komme ich da hin? Indem ich erst einmal auf jeden Fall das grüne Ding da reinmache. Ist klar, ne? Psst. Muss mich konzentrieren. So, Strom ist da. Wir müssen es da hinten hinkriegen. Puh, ist aber eine ganz schön lange Sache, ne? Irgendwie nicht. Irgendwie sehe ich das nicht so. Wie war das? Ach so, ja. Ich würde mal sagen, not really. Auch nicht. Ja, also ich hätte die Reichweite. Könnte was hinkommen, wa? Das scheint doch gar nichts damit zu tun haben, oder? Wo das färben? Ich glaube, das ist erst für später. Was ich versuchen könnte, deswegen haben wir die Rohre da. Psst. Muss mich konzentrieren, geh weg. So. Tja. Nicht ganz, wa? Da fehlt noch so ein kleines Stück. Aber das ist erstmal nicht verkehrt. Aber ich wüsste tatsächlich nicht, mit welchem Stück ich das noch verbinden könnte. Das Grüne brauchen wir, damit der Strom fließt. Hab ich mal was übersehen? Ah, nee, muss schon hier hingestellt werden, das ist schon noch richtig so. Bin irgendwie nicht weiter. Ich bin irgendwie nicht so richtig weit. Ich hab's zwar verbunden. Jetzt muss ich trotzdem da oben noch hinschießen. What the fuck? Wie soll das denn funktionieren? Ja. Problem ist jetzt halt die Ich brauche was Gelbes, weil ich soll ja die gelbe Kugel da reinpacken. Also eigentlich brauche ich was Gelbes, damit es funktioniert. Es hat funktioniert, dass er das hier alles gefärbt hat. Ich brauche irgendwas Gelbes. Tja. Ich
hab nichts Gelbes. Ja, das auch nicht. Kannst du mir was Gelbes leihen? Komm ich hier überhaupt wieder zurück? Ja, komm ich. Wenn ich jetzt zurückkomme, könnte schon sein, dass hier noch irgendwas liegt. Also ein gelbes Blümchen oder so. Aber ich würde sagen, meine lieben Freunde, wir sind bei 30 Minuten. Wir machen ganz kurz mal eine kleine Pause. Beim nächsten Mal killen wir den Boss dann, denke ich. Und wir sehen uns. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.